In diesem Video zeige ich dir, wie du ohne Probleme 3 Sterne in der royalen Herausforderung schaffst. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clash of Clans und in diesem Video zeige ich euch mal, wie ihr 3 Sterne in der royalen Herausforderung schafft, die neu rausgekommen ist. Die Hindernisschaufel ist nicht so eine gute Belohnung, wie wir sie sonst haben, aber ihr kennt das ja, man kriegt auch immer hier guten Loot. So, wir fangen jetzt erstmal an hier unten mit 3 Packers, unser Queen und 2 Highland, damit die erstmal die ganzen Truppen, die in der Clanburg sind, zerstören. Darauf warten wir jetzt, dann fangen wir gleich schon mal an mit den Minen, die wir hier oben in die Ecke setzen, zu der Bogenschützenkönigin. Und zwar fangen wir jetzt an, setzen wir 15 Stück hier, noch 2 Stück hier und dann die Heilerin noch. Setzen wir hier unseren Ballon, setzen dann ungefähr hier unseren Klonzauber mit einem Wutzauber. So, das läuft gut, dann setzen wir hier oben unsere Hogwider, die zum Tesla gehen. Haben wir jetzt hier noch einen weiteren Wutzauber. Das sieht doch auch gut aus. Und dann sollte das so eigentlich sein. Ihr seht hier alles im Wut, Hogwider und die Ballons. Außen drumherum wird hier einmal von den Minern alles zerstört. Hier unten von den Packers und der Bogenschützenkönigin. Und ihr seht, so sollte das dann kein Problem sein für euch, die Base zu clearen und euch die 3 Sterne zu holen. So, ihr seht, das Rathaus fällt jetzt. Dadurch kriegen wir natürlich auch den ganzen Loot und die Miner klären den Rest hier. Also das sollte gar kein Problem sein und so schafft ihr dann auch die 3 Sterne in der royalen Herausforderung. Ihr seht, wie viele Truppen hier bei mir noch leben. Die gehen jetzt hier noch zu dem einen Altar und zu den 2 Elixiersammlern, aber durch die Miner ist das gar kein Problem. Die graben sich einmal unter der Erde durch. Und dann seht ihr, haben wir hier den Freestar. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn du keine weiteren informativen und unterhaltsamen Clash of Clans Videos mehr verpassen willst, lass gerne ein Abo da. Vergesst nicht, das Video zu bewerten und dann bis zum nächsten Video.